Ladezeit. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Session Assassin's Creed 2 mit mir, Chris Plays for You. Wir sind in Florenz immer noch, 1476. Ich habe einen kleinen Auftrag. Sean. Ich habe mehrere seltsame Markierungen im ganzen Italien der Renaissance identifiziert. Ja. Ich weiß nicht, was sie bedeuten. Aber du kannst mir helfen, es herauszufinden. Kein Plan, du. Rebecca hat die ungefähren Fundstellen in der Datenbank mit einem leuchtenden Augensymbol markiert. Aha. Gut aufpassen. Gut aufpassen, ja. Der gute Sean gibt uns Tipps via Animus. So. Wir sind immer noch in Florenz und, da kommt die nächste Quasseltante schon Gott wieder. Sei Dank. Ich schweige still. Ich konnte sie nicht stoppen, Manetta. Ich versuchte es, ich schwöre. Aber es waren so viele Wachen. Bitte kommt mit. Ihr müsst weg von der Straße. Was ist mit Mutter und Schwester? Sie sind sicher. Ich bringe euch zu ihnen. Nein, es ist zu gefährlich, gemeinsam zu gehen. Sagt mir, wohin und ich treffe euch dort. Das Haus meiner Schwester. Direkt nördlich vom Duomo. Bin unterwegs. Ah ja, gut, dann wissen wir schon mal, wohin müssen gleich. Man kommt ja kaum zu Wort. Also. Ups, was war das? Das war ein Schnitt, den ich leider machen musste, weil mein PC nicht so wollte, wie ich wollte. Von daher entschuldige ich mich, aber jetzt geht's weiter. Jedenfalls wurde unsere Familie in der letzten Folge ganz stark dezimiert. Und zwar um 3 Personen. Meinen Vater und die 2 Brüder. Wir sind deswegen natürlich sehr pisst und wollen dafür Rache üben. Ist ja auch verständlich. Diese Szene fand ich übrigens auch sehr hart im Grunde. Weil nämlich Petruccio, der kleine Bruder, das fand ich jetzt schon ein bisschen makaber. Dass auch so ein kleines Kind gehängt wurde. Ich weiß gar nicht, ob das der Realität entspricht, ob das früher so war. Durften auch Kinder gehängt werden? Ich weiß es nicht. Weil der war ja höchstens 12, würde ich sagen. Pressen! Macabre, macabre, sag ich dann dazu. Naja. So, wo muss ich denn jetzt hier hin? Das sieht ja schon wieder so aus, als ob ich hier planlos durch die Gegend laufe. Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Ja, ich brauche Hilfe hier, um den Weg zu finden. Oh, ich werde übrigens hart gesucht. Was nicht so gut ist für meinen... Oh. Das sind aber auch überall wie die Fliegen. Ich muss... die loswerden. Oh Gott! Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Weg. Ja, gut, weiter so, halt's Maul. Ja, weiter hoch, los, komm schon, sonst sind sie wieder auf dem Hacken. Ja, komm schon. Maul, jawohl, oh nein, wieder. Das gleiche Spiel zur Ausrufezeichen. Ja, oh. Ui, es ist wieder durcheinander hier. So, dann... begeben wir uns zunächst... Stimmt, ja, die gute Magd hat uns gesagt, dass wir sie treffen sollen. Und ihre Mutter und die Schwester, die sind ja noch im Leben anscheinend. Und wir sollen sie irgendwo treffen, bei ihrer Freundin oder so, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. So. Ah ja. Hier sind wir. Richtig. Schön dekoriert. Dann klopfen. Oh. Ich glaube, das ist das falsche Gebäude. Ein Freudenhaus. Nein, das ist es. Du bist hier genau richtig. Ah ja. Hallo. Es ist eine Freude, euch kennenzulernen, Messer Ezio. Annette hat eine hohe Meinung von euch. Ich ahne, warum. Mhm. Danke für die netten Worte, Madonna. Aber bitte, nennt mich Paola. Danke, dass ihr meiner Familie euer Haus öffnet. Das war ja wohl das Mindeste. Wieso? Ihr müsst müde sein. Oh ja. Wollt ihr... Nein, danke. Ich kann nicht bleiben. Warum? Was wollt ihr tun? Ach komm. Ich töte Uberto Alberti. Okay. Ich verstehe eure Lust nach Rache nur zu gut, aber der Gonfaloniere ist ein mächtiger Mann. Ihr seid kein Mörder, Ezio. Spart mir die Ansprache. Aber ich kann euch zu einem machen. Und wieso wollt ihr mir beibringen zu töten? Das nicht. Ich bringe euch bei, wie man überlebt. Oh, sehr gut. Kommt. Wir lernen von einer Hure, wie man überlebt. Finde ich gut. Die Methoden der Kurtisanen lernen. Okay, Kurtisanen.
Ich nehme die Hure zurück, Kurtisanen. In meinem Geschäft ist Diskretion alles. Ah ja. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Meine Mädchen zeigen euch wie. Tauchen sie in einer Gruppe unter. Okay. Gefällt dir, was du siehst? Lass mich mal rein hier. Scheiße. Wurde weggeschubst. So. Aha, bin ich drin. Wir werden uns gut um dich kümmern. Ah ja. Paola folgen. Ah ja, okay. Also ich bin hier im inneren Zirkel, merke ich gerade. Dann folge ich ihr mal. Uns folgt auch ein Mönch. Nee, Glatz kommt weg. Geh weg! Tauchen sie unter, um für die Wachen unsichtbar zu sein. Ah ja. Okay, okay, okay. Ah ja, da vorne sind Wachen. Gruppe hier, lass mich rein. Oder? Nichts? Nein? Ah ja. Woher kommt ihr? Ah ja, hier, okay. Jetzt bin ich unsichtbar für die Wachen quasi. Ah, sehr schön. Da vorne ist Paola. Warte auf mich. Okay. Ich glaube, ich kann nochmal laufen jetzt. Schnell hinterher. So, Paola. Das war's, oder was? Wie geht's weiter? Oh, meine Lieblingskameraeinstellung. Oh, oh. Wer ist das da drüben? Gruppe von Menschen, kommt her. Lass mich hier rein. Ja, sehr schön. Nein, ich lauf die falsche Richtung. Lauft, falsche... Okay. Noch ein Söldner? Oh, schnell vorbei. Ich glaube, ich gehe mal hier rein. Ah ja. Ah ja. So läuft es. Ja, ja. Ja, läuft, oder? Sehr schön. Aspettate, nur einen kleinen Moment. Sind wir jetzt endlich mal da? Hey, kenne ich euch? Oh! Oh, 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 ich höre Musik. Ich glaube, ich muss... Du wirst nicht entkommen! Voll verkackt! Verdammte Scheiße! Es ist doch nicht so schwer, Mensch. Du Depp. Laden. Ja, mei. In meinem Geschäft ist Diskretion alles. Okay, also nochmal alles. Bewegen. Ich weiß gar gesehen, nicht. Doch unbemerkt. Ja, ich bin schon drin lernen, hier. Unterzutauchen. Ich lerne. Und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Ja, ich weiß. Meine Mädchen zeigen euch wie. Deine Mädels. So. Ich bin drin. Es kann weitergehen. Alternative Kamera. Sehr schön. Paola folgen. Kurtisanen. Tauchen sie unter, um für die Wachen unsichtbar zu sein. Aus dem Weg. Ah ja, okay, jetzt bin ich unsichtbar. Sehr schön. Da vorne sind die ersten Wachen. Toll. Hier werde ich jetzt unsichtbar. Buongiorno. Ich muss weg hier. Halt, mein Herr, von wegen. Ja, jawohl. Schön untergetaucht. Paola, lob mich bitte mal. Das ist doch super, was ich hier mache. Aus dem Weg. Elende Fremdlinge. Ist ganz schön was los hier. Rush Hour, oder was? Aus dem Weg. Schubst euch alle weg. Weg. Schön hier in der Gruppe bleiben. Ja. Finde ich übrigens ein sehr nice System. Ein sehr schönes System. Das mit dem Untertauchen hier. Ist auch sehr atmosphärisch alles. Ja. Wunderbar. Bestimmte Handlanger eines Adligen. Naja. Oh, da ist schon wieder einer ins Auge gefasst. Komm. Hier rum, okay. Mehr Fremde. Ja, mein Gott. Aus dem Weg, geh einfach weg. Jetzt könnte es aber auch mal wieder vorbei sein. Ah, Seitengasse ist ja schön. Das sieht nach Ende aus.
Na, na, na. Geh weg! Geh einfach weg. So. Ah, da vorne sind wir wieder. Im Harem. Da geht's rein. Aus dem Weg! Sonst hau ich dich um. So. Wie ihr schafft. Bene. Bene. Nun, da ihr untertauchen könnt, zeige ich euch, was man damit sonst noch so machen kann. Aha. Ich zeige euch, wie man stiehlt. Ich kann mal eintauchen. Stehlen, aha. Festhalten, um jemanden zusammenstoßen, um zu bestehlen. Aha. Dieb! Oh! Dieb! Ja, ja. Wenn ihr jemanden bestohlen habt, dürft ihr nicht verweilen. Hilfe! Ja, ja. So halte ihn jetzt. Ich wurde beraubt. Nein! Fünf verschiedene Personen bestehlen. Ah ja. Okay, ah. Ah, hier sind Grenzen. Mama? Sie ruft mich, ich muss los. Ja, ja. Oh, sorry. Muss schon weg hier. Oh Gott, oh, sorry. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin jetzt ungeschickt. Entschuldigung. Ah. Geschafft. So, bah. Was? Man hat mich bestohlen. Ich weiß nicht. Mein Mann wird... Fähigkeit untertauchen erlernt. Ah, ja. Jetzt muss ich zurück zum Ausrufezeichen. Zur Paola wahrscheinlich. Aus dem Weg. Lasst mich in Ruhe. Geht weg. So. Paola. Na, sag. Dankeschön. Ihr könnt jetzt gehen, Mädchen. Oh, müssen wir denn gehen? So unschuldig. Ihr dürft auch kommen. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch euren Feinden nähert. Nun müssen wir eine passende Waffe finden. Oh ja. Was würdet ihr mir raten? Ach, ihr kennt die Antwort doch bereits. Hey, meines Vaters Klinge und Armschutz. Wie bekamt ihr sie? Indem ich die Dinge einsetzte, die ich euch lehrte. Nicht gerade in einem guten Zustand. Ich nehme an, ihr kennt Leonardo da Vinci. Oh ja. Sie. Aber was hat jetzt ein Maler damit zu tun? Er ist weit mehr als das. Bringt ihm die Teile. Ihr werdet sehen. In dem guten Leonardo steckt mehr als man denkt. Bevor ich gehe, eine letzte Frage, wenn ich darf. Natürlich. Oh ja, jetzt Achtung. Warum habt ihr mir so bereitwillig eure Hilfe angeboten, einem Fremden? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Oh. Auch ich kenne Verrat. Eine belastende Vergangenheit. Leonardo in seiner Werkstatt besuchen, da er vielleicht Giovannis Klinge reparieren kann. Na dann, auf und davon. Ciao, Paola. Und danke. So. Der grüne Punkt markiert das Ziel in der Karte rechts. So! Halt's mal! Nein! Lazio, was soll das? Jetzt muss ich immer... Kann ich mal in Ruhe rennen? Ach, mein Level ist aber auch links oben. Das ist der rote Punkt. Zeigt mein gesucht Level an. Der ist aber auch verdammt hoch, ey. Also... Roter geht es kaum. Soll ich sie loswerden? Ja, genau, sehr gut. Nein! Jawohl! Auf zum grünen Punkt, zu Leonardo, der uns die Klinge reparieren soll. Hoffentlich kann er das auch. Der Mar. Oh, was ist hier los? Achso. Eine Grenze. Stati Assensi! Der Weinhändler, der seinen Karren vor dem Geschäft des Fleischers Vito abgestellt hat, möge ihn bitte bis zum Beginn der Abendprozession von Santa Croce entfernen. Und ja. Entfernen. Greifen. Ja. Wachen. Ganz schlecht. Wie. Ach, ich nehme nochmal. Ja, ja. Ruhe. Nein, lass mich in Ruhe. Ja, weg ist der, genau.